Wir sind gegen 0.05 Uhr zu einem Brandmeldeanlagenalarm gerufen worden und bereits auf der Anfahrt wurde uns mitgeteilt, dass hier ein Produkt angefangen hat zu brennen. Bei unserer Ankunft war das auch der Fall. Die Mitarbeiter hatten bereits einen Großteil des Produktes nach draußen verbracht. Hier wird Wismut hergestellt für die pharmazeutische Industrie, also eigentlich als Produkt ungefährlich. Dennoch waren wir mit Vorsicht an das Produkt rangegangen, weil die Stäube eben nicht besonders gesund sind für die Lunge. Wir haben dann die Maschine gesäubert und die restlichen Blutnester entfernt. Wir haben das Produkt dann mit Schaum abgelöscht, weil das zur Wiederentzündung neigt. Aber mit Schaum haben wir das handeln können und haben jetzt eigentlich Feuer ausgegeben, nach anderthalb Stunden ungefähr, und sind auf dem Rückweg. Ja, die besondere Herausforderung für uns ist erstmal, weil es auch nachher erhöht worden ist auf einen Chemieeinsatz dann oder Chemieunfall. Der Umgang mit diesem Produkt, glücklicherweise sind das hier Betriebe in Lübeck und wo immer Fachpersonal dann vor Ort ist oder hinzugerufen wird, die sich damit auskennen und mit Rat und Tat zur Seite stehen und wir dann den sicheren Umgang damit beherrschen können. Wir sind hier mit ca. 30 Mann im Endeffekt dann zum Schluss gewesen, weil wir ja noch die dekontaminiert haben, unser Personal dekontaminiert haben, also das heißt gereinigt haben von dem Produkt und der Chemieschutzzug dann mit dazu gekommen ist. Und somit waren wir dann letztlich mit der Freiwilligen Feuerwehr zusammen ungefähr 30 Leute. Bye.